Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Gold. Beim letzten Mal haben wir ganz schön auf die Mütze drauf bekommen vom Jens und wir haben ja den Carsten aus dem Team rausgeschmissen. Armer Carsten. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal weiter trainieren. Und schauen mal, was jetzt hier noch so passiert. Ein wildes Radikal. Los, Emmy. Donnerschlag. So. Jens hat es uns ja wirklich ganz schön gezeigt mit seinem Gengar. Ah, so schnell kann es gehen, so schnell kann es gehen. Oh, WTF! Alter! Kritte der Typ da einfach erstmal. Lasst es doch mal so, Schaufler. Alles klar, Aaron gräbt sich ein. Und Attacke. So, weiter geht's. Bam, da, 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 da. Müssen aber jetzt gleich wieder. So. Alles klar. Weiter geht es. Oh mein Gott. Sehr schön. So. Und ab geht die Post. Ja, weiter geht's. So. Wo kommt denn mal unser nächstes Teammitglied? Das bist du nicht. Naja, wir gucken mal kurz weiter. Ob das hier auch kommt. Nein. Radikal, du bist es nicht. Wir machen es mal anders da. Wir machen es anders. So, komm. Wir trainieren erstmal so weiter und gucken mal. Nee, da kommt es auch nicht. Da kommt es auch nicht. Sehr schön. Bisschen Erfahrungspunkte leechen wir gleich mit. Saugen wir gleich mit. Na komm. So, hoch. Und wer bist denn du? Bist du ein guter Trainer? Wenn ja, zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird? Kann ich gerne machen. Kann ich gerne machen. Oh yeah. Gör Rosemarie möchte kämpfen. Schick Warty in den Kampf. Lol. Das haben wir auch. So, Feuerschlag, Warty. Oh, Warty benutzt Donnerwelle. Oh. Amy ist paralysiert. Warty benutzt Tackle. Und wir benutzen Feuerschlag. Ja, wir haben ja Feuerattacken, wie gesagt. Also wir brauchen eigentlich kein Feuer-Pokémon. So. Der arme Carsten. Aber er ist ja mit Sushi und Ei in einer Box, also es wird schon alles gut werden. Ah, komm! Kill es doch mal! Amy ist paralysiert. Tackle. So, das gibt's doch nicht. Amy ist paralysiert. Au! Auf Amy. Amy ist paralysiert. Au! So, Amy benutzt Tackle und ist nicht mehr paralysiert. Sehr schön, 450 Erfahrungspunkte und Level 20 für uns. Perfekto. Göre setzt Entonine. Wir tauschen mal das Pokémon lieber aus. Und wechseln mal zum Janus Engel. Kann Enton Konfusion. Auf dem Level. Das ist die Frage aller Fragen. Wir gucken mal. Wir gucken mal bis... Oh Gott, Enton ist ausgewichen. Beiß ist tot. Enton, bist du noch kein Psychotyp? Oh nein! Okay. Eins halten wir noch aus. Vielleicht weicht es ja auch nochmal aus. Nee, bitte kein Crit. Okay.
So, dann gehen wir mal auf Klaus. Klaus. Hey, dürft ihr jetzt eigentlich keinen Schaden machen? Ja. Oh Mann, was haben wir eigentlich für ein Glück? Nehmen wir mal einen Specki rein. Specki. Dürfte eigentlich auch nicht viel abziehen. Tja. Eigentlich mal überhaupt nichts, würde ich mal sagen. Kopfnuss. Specki, Kopfnuss, Specki, Kopfnuss. Specki. Und down. Passt. Gör Rosemarie wurde besiegt. Ich verstehe, so langsam verstehe ich alles. Tja, da siehst du mal, wie gut du verstehen kannst. Dum, 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 ein Radikal. Oh no. Wir haben die Emmy vorne. Ich hoffe, wir können fliehen. Wir machen es anders. Wir gehen auf Nummer sicher. Und wechseln mal Aaron ein. Und trainieren hier halt mal so ein bisschen. So. Tackle ging daneben. Sehr schön. Wir machen mal eine Kopfnuss. Das war anscheinend ein Crit. Sehr schön. Und Aaron kriegt auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Sehr schön. So. Alles klar. So, wir suchen eine Anti-Parabäre für die Emmy. Passt, Janus Engel hat halt relativ wenig Leben. Egal erstmal. Ai, dum, 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 dum. Ein Radikal auf Level 16. Los, Emmy. So. Ja, wir hauen mal ab. Lass uns mal in Ruhe. Kurz nochmal hier im Gras ein bisschen gucken. Was hier so kommt für ein Pokémon. Magnetilo. So, Feuerschlag. Erstmal auf dich. Yep. So. Alles klar, sehr schön. Wir schauen noch einmal kurz. Und das ist das auch nicht, was wir suchen. Egal. Wenn nicht, mache ich das offscreen und zeig's euch dann. Beziehungsweise können wir auch ein bisschen anders da machen. Ich kann ja die Aufnahme starten, wenn ich es gefunden habe. So. Alles klar, perfekt. So. Besiegen wir dich mal. Hallo, du bist ja ein süßer Trainer. Darf ich mir deine Pokémon anschauen? Nein, darfst du nicht. Oder mal anders, der fragt, was ist, wenn ich Nein sage? Oh mein Gott. Schönheit Jutta möchte kämpfen. Schönheit Jutta schickt Hopfsprosse in den Kampf. Tja, wir haben ja Feuerschlag. Bams. Tschüss, Hopfsprosse. So, Schönheit setzt Hoppeluff ein. Die Weiterentwicklung. Hoppeluff! Hoppeluff! Und down! Volltreffer, okay, es war ein Crit, war ein Crit. Kann man jetzt nicht auf die Stärke schließen. Emmy erreicht Level 21. Sehr schön. Schönheit Jutta wurde besiegt. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Dankeschön. So, gucken wir hier weiter kurz. Was gibt es hier noch? Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Gegen den haben wir gekämpft. Dann gehen wir mal hoch und gehen weiter Richtung der Dings. Und hier ist unser Teammitglied. Hat ja gut geklappt. Donnerwelle. Sehr schön. Au. Hältst du einen Donnerschlag aus? Ja, locker eigentlich, oder? Um Gottes Willen. So locker war das aber nicht. So. Alles klar. Dann tun wir erstmal einen Pokéball schmeißen. Ein Tauros. Eins. Oh, shit. Jetzt sag nicht, das bleibt nicht drin. Das wäre ja fatal. Komm, ein super Ball. Bitte, 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 bitte.
Das gibt's nicht. WTF? WTF? Auf Köderball. Ach du Scheiße. Okay, es bleibt nicht drin. Müssen wir uns erstmal Bälle holen. Ich habe gedacht, das kriegen wir mit einem Superball, aber das kriegen wir ja nicht mal gut mit einem Superball gefangen. Specky. Specky Server. Tja. Tschüss, Tauros. Kacke. Ärgert mich. Specky erreicht Level 20. Egal, Specky versucht Konfusion zu erlernen. Specky. Natürlich. Wir tun mal Heuler vergessen. Und erlernen Konfusion. Okay, das heißt, wir müssen jetzt aber mal kurz runter. Also hier gibt es auch auf jeden Fall Tauros. Sehr schön. Aber das ist da jetzt total kacke. Da haben wir mal ein Normal-Pokémon in unserem Team. Wow. Tauros wollte ich eigentlich auch mal für die erste Generation, aber es gibt es in der Safari-Zone, glaube ich. Und zwar nur unter übelst. Da muss man übelst Glück haben. Da muss man übelst Glück haben. Oh mein Gott, ja. Und wir haben jetzt eins schon gesehen. Jetzt sehen wir wahrscheinlich nie wieder eins. So, guten Tag. Superbälle brauche ich mal ein paar. Ich nehme mal 10 mit. Das muss reichen. Also wenn es dann nicht drin bleibt, hat es nicht verdient, in unserem Team zu sein. Nehmen wir mal noch 8 Supertränke mit. Dankeschön. Tschüss. Bam 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 dum 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 dum. Oh yeah. So. Tauros, komm raus. Tauros. So. Donnerschlag. Perfekt. So. Ich will jetzt das Tauros haben. Das machen wir jetzt auch. Wir holen uns jetzt erstmal Tauros, sonst ist es kacke, wenn wir dann trainieren. Weil dann fehlen uns dann auch wieder Trainer zum Trainieren und so. Ist das doch gar nicht schlecht. Da können wir im Gras ein bisschen trainieren. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Und machen wir mal so. Perfekt. So ist das doch super. So ist das doch super. Super duper, sag ich dazu nur. Komm, Tauros. Tauros. Bam, 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 bam. Döp, 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 döp. Nein, Radikal, du bist kein Tauros. So, weiter geht's. Na komm. Bitte, bitte. Ein Miltang. Aha, interessant. Hier hat also die Bianca ihr Miltang her. Miltang wäre eigentlich auch cool. Wir machen erstmal weiter. Stirb, Miltang. So. Alles klar, weiter geht's. Dum, 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 dum. So, dum, 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 dum. Ein Porenta gibt's hier auch. Was wir hier für Pokémon treffen. Jetzt kriegen wir die seltensten Pokémon für Tauros. Auf jetzt. Hier Porenta. Emmy ist Level 22, sehr schön. So, bitte Tauros, bitte Tauros, Tauros, Tauros. Tauros, Tauros. Ich bin ein Tauros-Automat. Auf jetzt. So. Ich will kein Radikal. Die Suche nach Tauros. Ich glaube, so kann ich den Part nennen. Bam, 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 bam. Nein, du bist kein Tauros. Du bist kein Tauros. Du bist kein Tauros. Du bist einfach kein Tauros.
können wir so viel schwätzen, wie du willst, bis könnte aus. Du bist nur ein Radfahrer. Alles, du jetzt die Emmy so lang trainieren, bis wir einen Taurus haben. Das gibt's doch nicht. Oh! Ein wildes Taurus. Donnerwelle. Sehr schön. Taurus paralysiert. Das ist ja mal wirklich. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Auch nicht schlecht. Tackle. Alter. Tackle. Hält's nochmal eine Tackle aus? Wenn du jetzt grittest, Emmy, ich sag dir, ich lass Carsten frei. Nein! Okay, weiter geht's. Dim, aufkommen, jetzt haben wir noch einen Taurus gesehen, das beflügelt mich. Oh, jetzt fangen wir doch bestimmt an, so. Ein Porenta. Eine Polende. Komm her! Tot. Ah. So, auf jetzt. Komm. Bitte, bitte, Taurus. Komm, Taurus ist doch ein Riesenvieh. Das muss doch mehr sehen wie so ein Radfratz. Oder? Oder? Alter, jetzt hör doch mal auf, die Emmy zu ärgern. So. Schön gecrittet. Und weiter geht's. Auf kommt Taurus. Wo bist du, mein Taurus? Mein Taurus, mein Taurus, Taurus, Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Oh Mann. Ich tue die Emmy wirklich so lang trainieren, bis wir jetzt Dings haben. Wenn sie Level 100 ist, bis wir einen Taurus haben. Auf jetzt. Komm, lieber Gott. Nochmal ein Crit. Alter, Emmy, du willst aber jetzt auch wissen. Level 23. Okay. Sehr gut. Komm, Taurus, komm. Bitte, 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 Taurus, bitte, komm jetzt. Es ist doch Taurus jetzt. Nein, noch nicht. Auf, weiter geht's. So. Auf, komm, die Suche nach dem Taurus muss doch bald ein Ende haben. Bitte, Taurus, 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 Taurus. Du bist ein Magnetilo. Da muss ich nicht mal die Augen aufmachen. Du bist ein Magnetilo. So. Alles klar. Und weiter geht's. Augen zu machen. Nee, du bist ein Radikal. Das gibt's doch nicht. Auf jetzt. Nett, man, One-Hit. Hyperzahn, Emmy, wenn du jetzt stirbst. Dann gnade dir Gott. So. Taurus, 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 Taurus. Jetzt muss ich meinen Tanz aufführen. Was ihr nicht seht, ich stehe hier schon und fange an zu wackeln, dass Taurus kommt. Taurus, 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 Taurus. Radfratz. Vielleicht verscheuche ich es auch mit meinem. Mit meinem. Wie sagt man dazu? Mit meinem Gesang. Okay, Emmy. Wir machen es jetzt anders da. So. Auf, komm. Taurus. Nein, du bist ein Radikal. Du bist ein Radikal. Miltank haben wir bis jetzt nur einmal gesehen. Das heißt, Miltank ist, glaube ich, hier das seltenste Vieh auf der Route. Oder vielleicht hat man einfach nur Glück. Und Miltank ist noch seltener wie Taurus. Wir kriegen dann wahrscheinlich noch 100 Taurus. Bevor wir da... wir kriegen noch 100 Miltank, bevor wir dann mal einen Taurus fangen dürfen. Auf jetzt, komm! Bitte, bitte, bitte.
Was ist denn das? Ach, ein Snubbel. Ich habe gerade die Augen erst aufgemacht. Ich habe gedacht, das könnte doch ein Tauros sein. Du bist aber kein Tauros. Du bist kein Tauros. Bitte, 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 bitte. So. Alles klärchen. Emmy erreicht Level 24. So. Okay. Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Und im nächsten Part vielleicht gucke ich mal, dass ich einen Tauros irgendwie kriege und schneide es dann rein, beziehungsweise starte die Aufnahme. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Gold, Leute. Ciao, ciao.